Moin moin, ihr Freunde der Simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Chris und ich präsentiere heute endlich mal wieder eine neue Folge von unserem Rollercoaster Let's Play. Mit dabei sind heute der Daniel, Oliver, Parmo und Marc. Hallo. Moin. Ja, hallo. Moin. Und leider konnten wir letztens nicht aufnehmen, weil der Server hat tierische Probleme gehabt mit den ganzen Abholzen. Wir mussten jetzt ein bisschen was ändern, also nur mal nicht, dass ihr euch wundert. Wir haben die Pappelaktion komplett eingestampft, wir haben alle Fahrzeuge verkauft, die Felle auf Saatbret umgehauen. Weil es einfach, wir konnten nicht joinen. Wir waren zu zweit am Server im Nachhinein und es ging einfach nicht. Und Yannick hat sich um den Server ein bisschen gekümmert, ich habe auch mal drüber geguckt, aber jetzt funktioniert es wieder eigentlich, also funktioniert es. Und jetzt hauen wir halt heute mal richtig rein und damit auch weiterkommen. Weil Ziel ist es ja, Yannick hat es ja eigentlich ausgegeben, er will die Map abholzen. Ich bin mal gespannt, ob wir das in diesem Jahr noch hinkriegen. Und aber letztendlich geht es ja um unsere Achterbahn, die ihr da hinten seht. Und es ist Stand jetzt. Ich renne mal ganz fix hin. So, Daniel, ne? Mach keinen Blödsinn, ne? Bitte Hose wieder hochziehen, nicht wie gerade. Immer. Ja, Daniel ist ein ganz wilder geworden, muss man aufpassen. Ja, natürlich. Karnevalzeit, also die Kölner Mainzwelt. So, ihr seht jetzt hier in der Anzeige, was wir im Lager haben und was wir benötigen für den nächsten Schritt. Das heißt, letztendlich warten wir letztendlich nur noch auf die Zeit, die muss für uns spielen. Dann wird der nächste Bauab schon automatisch fertig, weil wir haben schon mehr drin, als wir bräuchten. Dementsprechend macht es jetzt keinen Sinn, die Sägewerke noch mehr voll zu haben, die sind schon voll. Deswegen haben wir uns entschlossen, der liebe Daniel ist hier unten das Opfer. Der verlässt jetzt hier quasi das Holz, das wir bringen, macht zu Hackschnitzel. Und wenn jetzt noch den Arm ausfallen, achso, ist der Überlader, genau. Verlässt uns die geilen neuen Anhänger, die wir uns gegönnt haben. Ihr habt beim Modbox ja schon gesehen, auf dem Kanal, haben wir vorgestellt. Sind die einfach geil, die Dinger. Daniel, du als Straßenmeistereichef, was hast du dazu? Passt, oder? Sind nicht schlecht, ja. Ich fand die richtig gut. Und was auch neu ist, das habe ich mir auch nicht nehmen lassen. Der liebe Oliver hat so Bock heute auf Kran fahren. Das hat er wirklich gesagt. Ja, habe ich. Er hat diesen richtig kranken LKW bekommen. Mit diesem Anhänger, der sich quasi zusammenklappen lässt. Den kann er dann quasi mit diesem Teile picken mit dem Kran und sich hinten draufstellen. Also richtig cooler LKW, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Und wie ihr seht, Oliver kommt auch sehr gut zurecht. Ja, wir haben uns ein bisschen aufgeteilt. Parmo macht gerade meine Arbeit, was er nicht soll. Aber das tauschen wir wieder. Das ja. Marc und ich machen heute den Holzer, bringen das Zeugs hier hin. Parmo belädt den ganz normalen Holzbrunger-Anhänger hier mit dem riesen Volvo-Bagger. Und der Oliver macht heute sein eigenes Ding. Schneidet sich die Stämme passend, lädt sich die auf und dann fahren wir runter zum Daniel und der ist halt unser Hackschnitzelbeauftragter. Der haut hier alle den Häcksler und macht aus Hackschnitzel, was wir verkaufen fahren. Und dann werden wir gucken, wie viel Holz wir heute wegkriegen und was wir mit dem ganzen Zeug noch machen. So, also Paarung. Ja, also du mich mit Holz und Harvester kannst mich jagen. Deswegen haben wir uns gedacht, jetzt werde ich lieber im Bagger, da kannst du dich kaputt machen. Aber Christian, ja, bitte. Du hast da etwas vergessen. Richtig aus. Der Daniel ist nicht unser Häcksel- oder Holzschnitzelbeauftragter, sondern er ist diplomiert, ja. Er ist diplomierter Holzhackbeauftragter. Ja, okay, Gesundheit. Das war mir nicht bewusst. Daniel, ich entschuldige offiziell an dieser Stelle. Alles gut. So. Der wusste aber, das gerade auch nicht. Ja, Leute, euer Fazit von dem Expansion DLC? Daumen rauf, Daumen runter, was sagt ihr? Definitiv Daumen rauf. Alter, macht richtig Spaß. Muss ich sagen. Also ich muss sagen, ich finde das DLC überragend. Also ich finde allein die Fahrzeuge, die neu sind, richtig gut. Und auch die Map finde ich cool, auch diese Geschichte, was ich halt richtig geil finde. Ich hoffe auch, dass die Modder da irgendwas draus machen können. Die Geschichte mit diesen Bauvorschritten. Sag mal, wie geil wäre es, anstatt eine Fabrik zu kaufen für 95.000, dass man sagt, pass auf, liefer uns das und das und dann hast du wirklich dann baut du kaufst quasi nur den Bauplatz gefühlt oder platzierst du, musst dann die Güter hinbringen, um dann quasi das Ding zu bauen. Also das fände ich überragend sowas. Das wäre auch mega, ne? Ja. Also das wäre so nochmal so ein i-Tüpfelchen von dem Ganzen. Weil die Idee dahinter finde ich ja super, auch mit der Werft. Oliver, Vorsicht! Ich meine, was wir nachher mal machen können, das erinnere ich mal später mal dran, vielleicht für die nächsten Folgen. Dass wir uns die Werft doch mal angucken, wir haben jetzt so viel Holz über und wir produzieren ja auch viele andere Materialien. Und warum nicht mal die Werft anfangen, erste Bötchen zu bauen? Ja. Das auf ist jeden Fall interessant. Bauvorhaben.
Wow. Soll ich hinten halten, ihr Bein? Ja, bleib stehen, lass mich außen rum. Will doch nur hier weg. Ja, jetzt sieht Janik jetzt nicht da schon herstehen, nur noch Chaos. Ja, Chaos und Anarchie hier. Na, komm her. Sind hier nicht auch einige Mitglieder aus der Chaos-Truppe? Ja, viele. Und der Schweizer ist halt auch nicht da. Wir nehmen jetzt auch an einem Sonntag auf. Normalerweise sind wir mal Donnerstag dabei aufzunehmen. Aber da jetzt, wie gesagt, sonst hätten wir jetzt über eine Woche gar keine Folgen für euch rausbringen können. Das wollten wir natürlich auch nicht. Dann habe ich die Jungs gefragt und spontan seht ihr, sind sie eingesprungen und helfen uns jetzt hier fleißig. Und damit wir euch ein bisschen Fortschritt zeigen können. So. Rum, bum, 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 bum. Ja, komm. So, Marco, ich mache hier Synchron-Team. Da. Dap, dap. Marco macht eine Bene. Ja, das, was ich hier mache, ob das jetzt so. Am Hang, Pamu, ist das. Oh. Ja. Vielleicht änderst du deine Position ein wenig. Wie wär's dann? Glaube ich besser. Gleich von unten nach oben fahren. Und es rückt doch um auf die Seilwinde am Traktor und ziehst dir die Bäume einzeln runter. Ich soll hier einfach mal die Sicht einfach mal ein bisschen weiter weg machen. Dann sehe ich auch mal was. Upp. Schauen wir mal, ob das klappt. Nicht so ganz. Ich muss noch ein Stück vor. Mist. Ach, Menno. Wir hätten unten immer diese Fräse stehen gehabt, oder? Da steht sie drin. So, Fräse. So. Irgendwie will der heute nicht so, wie ich will. Könnte dran liegen, dass ich auch schon länger nicht mehr gespielt habe. Ihr merkt doch, die Leute sind ja alle chronisch unterspielt. Ja, das definitiv. Es wurde als Alternativprogramm Donnerstag wurde Among Us gespielt. Ja. Um ein bisschen die Sucht zu befriedigen. War auch ganz lustig. Ja, das kann ich mir bei euch gut vorstellen. Ach Mann. Das Ding will mich nerven. Ich merk schon. Was ist da los? Hör ich da von den ersten Nörgeleien? Ich red nur mit mir selbst. Nein, tun wir nicht. Doch, tun wir. Ganz anderen Kram schon wegkriegen. So, dann. Ich merke, es ist Sonntag. Ja, das merkt man auf jeden Fall, dass heute Sonntag ist. Ja. Sonntag? Ja, und darum haben wir. Weiß nicht, was ihr meint. Marc ist hier Tag und Sonntag, ne? Noch. Ach Mann, das kann ich mit dem hier gar nicht vernünftig packen hier. Boah, ich bin einfach nur zu blöd dafür. Na, das kannst du auch nicht sagen. Anlegen hier, der Baum will nicht. Warte. Also ich habe jetzt zwei wunderschön volle Schwarzmüller stehen. Okay, Pamu. Ja, warte. Unten am Verladeplatz hast du zwei Schwarzmüller. Kannst du zum Sägewerk fahren oder gucken, wo den besten Preis zu kriegen und Heilschutz verkaufen fahren. Oh ja, dann mache ich das aber. Voll unsere Vetus hier oben. Tue ich gar nicht weh, also Achtung, ich komme da runtergerannt. Jo. Jetzt sieht schon Helm auf, sehe ich gerade. Achtung, Helmpflicht. Ja. So. So, Helm ist da.
Helm ist da, wunderbar. So, welchen nimmst du? Schwarz oder blau? Wir nehmen den blauen. Okay. Ich fahr hinterher. Wisst ihr, wohin müsst ihr, ne? Müsst ihr gucken wegen Best Price. Jetzt muss er erst kurz ein bisschen Platz machen hier, dass der Kollege auch mit rauskommt. Ja. Na, Marc, ich beseite mal deine ganzen Minenfelder, die du gelassen hast, ne? Sehr gut. So, dann wollen wir uns mal anschauen, wo wir dann hin müssen. Nennt sich reines Teamwork. So. Holz bzw. Hackstütze, ne? Müssen wir mal gucken. Daniel, kannst du mir daran gefallen tun, mir einen Anhänger Sprit hier hochbringen, weil ich habe ja diesen Schumpf beseitigt hier und der blinkt schon rot, der macht schon die Party. Auch das noch. Ja, ja. Oh, da hätten wir den besten Kurs bei der Feuerwehr. Feuerwehr, die Brandstifter, weißt du, die brauchen Material, die Kollegen. Nee, Hotel. Mit 2-1 abfallend, aber. Oder? Nee, komm. Haben wir noch einen Dieseltanker oder muss man. Nee, einen, ich muss noch einen neuen mieten einfach. Oh, wir müssen ganz da oben hin. Ja, du machst das schon. Ich muss mal gerade Sprit wegbringen. Sprit wegbringen! Ich teile mich gerade hier wieder. Okay, folgt mir mal nicht. Ich weiß nicht, wo es hingeht, aber. Kannst du auch eine Markierung setzen? Ja, hab ich ja. Also Pamu spielt erstmal, er ist ganz, ganz wichtig. Er ist eigentlich voll im GTA-Sumpf. Nee. Nicht im GTA-Sumpf. Ab und zu bin ich auch mal im Valhalla-Sumpf unterwegs, aber. Und beim Valorant, wenn ihr Leute schnell sterben sehen möchtet. Ich darf das sagen, bei meiner Twitch-Zusammenfassung ist Pamu auf Platz 2. Ich bin quasi Fanboy, könnte man mal sagen. Das ist aber immer nur wegen seiner besten Hälfte, weil ich mir so liebe, wenn sie Pamu anfeuert. Also Cheerleading beim Zocken finde ich geil. Das ist ernst gemeint, das ist kein Spaß. Ich finde das cool. Ich durfte sie auch mal schon mal beim Teamtreffen auch kennenlernen, deswegen kann ich sagen, das ist eine Liebe. Na dann. Ja. Pamu darf eh nichts anderes sagen, wenn der das auch noch sagt, dann hörst du mal die Pfanne aus der Küche kommen. Nee, nicht die Pfanne, da kommt Nudelholz. So ein Ding ist das. Ja, so ein Ding ist das. Ah, fühle ich. Oh ja, nee, ist klar, jetzt auch noch hier so ein. Trampelfahrt ist auch noch hier hoch. Also diese Schwarzmüll-Anhänger, ich hab die bei der Mod-Vorstellung, ich fand die so geil, die Dinger. Ich glaube, wenn wir hier das verladen haben, müssen wir mal Lager wechseln. Diese Anhöhe ist kein Holz mehr. Ja, dann müssen wir einen neuen. Was macht ihr denn da? Dann gehen wir in die Richtung weiter. Und dann gehen wir hier runter, da ist schön. Schön viel und so. So, ich habe jetzt dein. Das Kapitel hier beseitigt. Wie viel brauchst du denn? Soll ich das Ding komplett voll machen? Ah, voll. Stellt sie oben hoch zum Haus. Nicht. Wo fahren wir denn hier? Ach, da unten ist noch was. Und bis ich mein 12 km/h bei dir wäre, glaube ich, bis dahin ist die Folge dreimal rum. Dreimal! So, heilige Witzka. 84 km/h. Ja, das ist nur mal Daniel das Holz gehäckselt, als diplomatisierter Holzhäckselbeauftragter. Jo. So, weiter geht's im Programm hier. Nächster Baum. Also, Marc, wenn ich Richtung Baum ab, Richtung. Gehst du Richtung Verladenplatz oder gehen wir in die andere Richtung? Ja, mir ist egal. Ich dachte, ja, wo bist jetzt du hier, gerade? Weil ich bin jetzt am richtigen Verladeplatz. Ja, dann komme ich zu dir runter. Dann machen wir erstmal da unten. Ja, weil hier, da steht nicht mehr so viel, aber es steht noch ein bisschen was, deswegen. Machen wir doch mal. Guck mal, ob ich hier den Baum noch mitnehmen kann. Wir können schon um Stunden handeln. Wieso? Die Tankstelle braucht ein bisschen lange zum Volltanken. Darf ich den Baum nicht fällen? Ist nicht unter Besitz, kann das sein? Weiß ich nicht, hier steht nicht. Sonst musst du das einfach kaufen, dieses Grundstück. Ach ja. Warte. Das ist genau der Keil, der uns nicht gehört. Kauf mal eben. Ja klar. So. Ja,
Da kommen sie durch, Herr Pamu. Jojo, ey, wunderbar, ne? Hammer, ne? Oh, ja, haben wir nicht. Haben wir nicht. Kriegen wir nicht. Nicht für nächste Woche. Brauchen wir nicht, wollen wir nicht fort damit. Olli, du hast auch noch genug? Ja, ich könnte so langsam noch Nachschub gebrauchen. Ja, dann musst du gleich auch deinen nach unten verlegen. Würde ja, ich sagen, machen wir hier einen Haufen, oder Christian? Ja, machen wir hier irgendwo hin. Mach mal einen Haufen, du! Wie so ein Hund, einen Haufen. So. Hast du getankt dann in Schwarzingen, im Landhandel, oder? Ja. Der McManus, der nimmt Preise, sag ich dir. Ja, da muss man natürlich dann... Ich habe gehört, das Monopol So Leute, ist aber gefallen. Wir sind schon am Ende der Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Aktiviert die Glocke, um keine weiteren Mods zu verpassen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob die Jungs hier gut machen. Gerade unser akkreditierter Hakenschutzbeauftragter Daniel. Ob es also funktioniert hat. Wie gesagt, es kommen jetzt wieder Folgen. Ne? Wir hatten einen kleinen Break, aber es kommt wieder. In diesem Sinne möchte ich mich von euch verabschieden, die anderen natürlich gleich auch. Und sage Tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss. Gute Nacht, Marc. Da bist du müde.